Guten Abend, Internet. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe vom Goldenen Blogger Quartett. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich bin einer der Mitgastgeber bei unserem Goldenen Blogger Quartett und heute nutzen wir die Gelegenheit, um hinter die Kulissen eines unserer Siegerprojekte einzutauchen, die wir bei der diesjährigen Preisverleihung der Goldenen Blogger zusammen mit euch ausgezeichnet haben. Und denn so eine Preisverleihung, die macht immer großen Spaß, aber man hat ja gar nicht so die Zeit, richtig tief hinter die Projekte und das, was sie eigentlich auszeichnet, dann einzutauchen. Und in diesem Fall kommt es sogar noch hinzu, dass unser Preisträger, den wir heute Abend begrüßen werden, auch gar nicht die Gelegenheit hatte, persönlich bei der Preisverleihung dabei zu sein. Und von daher freuen wir uns noch umso mehr, dass wir das machen können. Aber erst darf ich euch unsere Mitgastgeber noch mal hier an dieser Stelle kurz vorstellen. Beispiel Thomas Lieber, der darf ich euch Gastgeber herzlich willkommen. Hallo Thomas. So, Thomas, wir hören dich nicht. Ich konnte euch gerade nicht hören, dicke sorry. Plötzlich war der Sound bei mir weg. Herzlich willkommen, hallo. Und ich habe mich natürlich schon mal vorbereitet und habe das Bild ersetzt durch den richtigen Wimpel, weil wir sprechen ja heute auch mit jemand aus der lebenswertesten Stadt der Welt. Welche das ist, dazu gleich mehr. Aus der einer weiteren lebenswerten Stadt ist außerdem Franziska Blum zugeschaltet, alias Franziskript. Hallo Franzi. Hallo. Und dann gebe ich einfach mal weiter, oder? Den Stab wieder zurück nach Berlin und begrüße Frau Fedi, die natürlich aus Berlin, einer wunderbaren Stadt zum Leben, zugeschaltet ist. Hi. Grüß Gott. Hallo Frau Fedi. So, hallo. Und gucken wir uns aber auch erstmal an, welches Projekt es geht. Ihr habt das hier schon in der Ankündigung mit sehen können. Und zwar geht es um den Twitter-Account polenz_r, der steht für den Twitter-Account von Ruprecht Polenz. Seine Twitter-Bio fasst seinen Werdegang auch sehr präzise zusammen. Er war Mitglied des Bundestags für Münster von 1994 bis 2013 und auch in der Zeit seit 2005 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, CDU-Mitglied, und ist jetzt als Newcomer für seinen Twitter-Account Goldene Blogger dann auch ausgezeichnet worden, hat außerdem noch die Hashtags Außenpolitik, EU, Islam, Integration und Extremismus in seiner Twitter-Bio vermerkt. Und ich bin dann auch sehr gespannt, in welcher dieser Hashtags wir vielleicht jetzt noch gemeinsam stärker eintauchen werden und vor allen Dingen, was er auch erlebt hat mit seinen fast 50.000 Followern, die er mittlerweile auf Twitter hat. Wir sagen schönen guten Abend nach Münster. Hallo Ruprecht Polenz, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, einen schönen guten Abend. Ich bin allerdings nicht von Münster aus zugeschaltet, sondern bin jetzt gerade in Schleswig-Holstein. Draußen regnet es und ich bin mit meiner Frau ein bisschen hier hochgefahren, um Tapetenwechsel zu haben, weil in der Corona-Zeit, wo ich doch eine ziemlich strenge Quarantäne zusammen mit meiner Frau mache, ist so ein bisschen Tapetenwechsel und jetzt mal in eine andere Landschaft gucken ganz schön. Ich finde es, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie uns auch noch ein Foto von dem Goldenen Blogger, der Sie ja mittlerweile auch postalisch erreicht hat, geschickt haben. Ja. Und da sah es schon ein bisschen so aus, dass Sie sich gefreut haben, Newcomer zu werden. Ja, also ich hatte da, ich muss erst mal gestehen, ich kannte die Auszeichnung als solche nicht, habe aber dann auf Twitter irgendwo gelesen, ich sei in der Shortlist und zusammen mit zwei anderen. Und dann habe ich natürlich, war ich sehr überrascht und fand das schon mal ganz toll und fand aber, dass die anderen beiden das viel mehr verdient hätten als ich. Für mich war eigentlich die Aufmerksamkeit der Shortlist Freude genug. Und dass ich nachher letztlich noch geworden bin, das hat mich tatsächlich gefreut, weil ich gehöre schon zu denen, die sagen, also man kann eigentlich sein ganzes Leben lang immer mal wieder was Neues anfangen. Aber dass man dann mit damals 73, jetzt bin ich 74, als Newcomer ausgezeichnet wird, das ist vielleicht doch schon ein bisschen was Besonderes. Ich kann vielleicht noch mal kurz vorlesen, was wir dann auch bei der Preisverleihung zur Beschreibung Ihres Accounts
gesagt haben. Auf goldeneblogger.de kann man das lesen, auch so ein bisschen zur Einführung für alle. Der CDU-Politiker Ruprecht Bohlen startete 2019 fulminant in die Twitter-Welt und schreibt dort über Außenpolitik, EU, Islam, Integration und Extremismus. Der ehemalige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages und Generalsekretär der CDU streitet, diskutiert und ist so sich innerhalb kürzester Zeit zu einer Instanz auf Twitter geworden, die auch mal aneckt, aber trotzdem gerne gelesen wird. Finden Sie sich in dieser Beschreibung so wieder? Ja, es ist wohlwollende Beschreibung, da muss man immer ein bisschen, bisschen aufpassen. Aber ich habe das gerne so gelesen und würde nicht widersprechen. Wann haben Sie denn eigentlich mit dem Twittern angefangen? Weil ich habe im Kopf, dass es schon vor 2019 war und dass der Account dann aber irgendwann ein bisschen still lag. Ja, also bei den sozialen Medien habe ich mit Facebook angefangen. Das war 2010, 2011 etwa. Und der Grund dafür war damals, dass ich als Abgeordneter natürlich mir klar war, ich führe ein Leben, was sich von dem Leben vieler Menschen doch ziemlich unterscheidet. Ich verdiene vergleichsweise gut. Ich bin die Hälfte des Monats nicht zu Hause und so weiter und so weiter. Und wenn man dann die Menschen, die einen gewählt haben, ordentlich vertreten will, muss man sich ja auch ein Bild von deren Lebenswirklichkeit machen. Und deshalb macht man Unternehmensbesuche oder geht zur Bahnhofsmission. Und ich habe eben festgestellt, auch durch unsere Kinder, dass Menschen immer mehr Zeit, damals wie gesagt 2010, in den sozialen Medien verbringen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, was da abgeht. Und deshalb hat mir dann mein Sohn einen Facebook-Account eingerichtet und ich habe dann mitdiskutiert. Dann kam die Sarrazin-Debatte, ich habe mich zu Integrationsthemen geäußert, habe verschiedentlich auch gerade in den sehr polarisierenden Debatten über Islam und Integration mich eben sehr dafür verwandt, jetzt Muslime nicht auszugrenzen und so weiter und so weiter. Und dadurch kam ich relativ schnell auf ein paar tausend Freunde, heißt es ja bei Facebook. Und die Frage, ob ich mich auf Twitter auch engagieren wollte, habe ich damals zwar so ein bisschen überlegt, aber mir waren diese damals noch 140 Zeichen irgendwie ein bisschen wenig, um ein Argument rüberzubringen. Und als es nachher 280 wurden, fand ich das auch noch ein bisschen knapp. Ich hatte mir dann zwar 2015, das ist ja Ihre Frage gewesen, einen Twitter-Account eingerichtet, aber habe ihn im Grunde nicht aktiv benutzt. Und im Anfang 2019 bin ich dann von einem Freund nochmal darauf angesprochen worden, komm, mach doch da auch mal was. Und dann habe ich damit angefangen und das habe ich natürlich auf Facebook meinen dortigen, inzwischen sind es glaube ich so an die 20.000, die mir da auf Facebook in der einen oder anderen Weise folgen, mitgeteilt. Deshalb vermute ich mal, sind einige von denen, die nun sowohl auf Facebook wie auf Twitter sind, dann auch auf meinen Twitter-Account als Follower gegangen. Ich hatte jedenfalls relativ schnell die ersten paar tausend Follower auch auf Twitter voll. Und dann fand ich auch im Vergleich beider Medien die Diskussion auf Twitter in bestimmter Weise eigentlich noch interessanter. Und ich habe mich dann auch irgendwie weiter trainiert, sozusagen noch knapper auf den Punkt zu kommen, als man das bei Facebook muss. Und ich finde auch, die Diskussionen, die sind anders als bei Facebook. Und ich muss sagen, eigentlich gefallen sie mir inzwischen auf Twitter besser, aus Gründen, über die wir auch sprechen könnten. Darf ich dann einmal kurz nach? Ach, Franzi, darf ich einmal kurz vor? Oder? Wenn ich mir das jetzt so vorstellen würde, weil man liest es oder bekommt es sonst irgendwie anders mit, ist es nicht so, man sagt einen Satz und es kommt von allen Seiten zurückgeprasselt? Also wo ist da das richtige Limit, irgendwann zu sagen, da diskutiere ich jetzt noch mit oder da kommt jetzt der 15. mit dem gleichen Argument oder mit der gleichen Frage? Und wann sagt man so und jetzt sind wir in Schleswig-Holstein und jetzt ist mal Strandkorb angesagt? Ja gut, also da muss ich für mich vielleicht erklären, dass ich mich überhaupt politisch engagiert habe als Schüler, als Student. Ich war im AStA,
Ich war in der Fachschaft, ich war dann 20 Jahre ehrenamtlicher Kommunalpolitiker. Das hat eigentlich sehr stark immer damit zu tun gehabt, dass ich auf der einen Seite gestalten will, dass es mir aber mindestens genauso wichtig ist, Menschen von dem auch zu überzeugen, von dem ich überzeugt bin. Und von Dingen, die ich für wichtig halte. Und deshalb, wenn man das will, muss man mit den Menschen reden. Und die sozialen Medien geben einem eben eine wesentlich größere Reichweite, das zu tun. Und was jetzt die Diskussion angeht, das ist richtig. Ich habe auf meinem Facebook-Account täglich, sagen wir so, zwischen 600 und 800 Kommentare. Auf Twitter wird es etwa die gleiche Zahl sein, vielleicht ein paar mehr. Und selbstverständlich kann man weder auf jeden Einzelnen eingehen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich lese sicherlich auch nicht jeden, aber ich schaue mir schon an, was auf meine Posts oder Tweets gesagt wird, weil ich Twitter auch als ein dialogisches Medium empfinde und nicht als etwas, wo man einfach so eine Duftmarke setzt und dann weitergeht und sich nicht drum kümmert, was draus wird. Außerdem interessieren mich ja die Rückmeldungen auch, um meine Argumente vielleicht nochmal zu überlegen, was dazu zu lernen, sie vielleicht anders zu formulieren, wenn ich das Gefühl habe, ich bin missverstanden worden. Also ich lerne sehr viel durch diese Diskussion, glaube ich. Was ja auffällt, ist, dass Sie manchmal gewisse Tweets einerseits bei sich posten und in einer Diskussion bei sich selbst und dann bei anderen Accounts wortgleich nochmal. Das ist ja fast schon ein strategisches Vorgehen, das man normalerweise eher von amerikanischen Social-Media-Beratern erwarten würde. Nee, das hängt einfach damit zusammen, was ich gerade gesagt hatte. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen von den Dingen auch so überzeugt sind, wie ich sie sehe. Und wenn dann, sagen wir mal, eine Diskussion zum gleichen Thema auch woanders läuft, dann ist das für mich irgendwie logisch, dass ich mich dann dort mit dem gleichen Beitrag, wenn es um dieselbe Sache geht, eben auch zu Wort melde. Also das ist einfach, das ist jetzt, also das ist der Grund, weshalb ich das mache. Ich möchte dann, wenn Diskussionen zu dem gleichen Thema auch woanders sind, da auch mitdiskutieren. Das hat zwar möglicherweise für den einen oder anderen die etwas lästige Nebenwirkung, dass sie meinen Kommentar oder meinen Tweet mehrfach sehen. Auf der anderen Seite, ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie die Algorithmen funktionieren. Für die allermeisten wird es so sein, dass sie eben nur den einen Account sehen und dann eben meinen Beitrag auch nur einmal. Wie ist es denn überhaupt aktuell bei Ihnen? Inwieweit sind Sie jetzt bei der CDU zum Beispiel noch in Gremien, in irgendwelchen Funktionen aktiv? Oder sind Sie jetzt der meckernde Fensterrentner? Also meine noch aktiven Funktionen sind, glaube ich, überhaupt keine in der Partei mehr. Nein, also ich bin zwar Ehrenvorsitzender der CDU in Münster geworden, nachdem ich aus dem Bundestag ausgeschieden bin, aber das ist sozusagen keine aktive Funktion und gibt mir nur das Recht, auf Lebenszeit an den Sitzungen des Kreisvorstandes teilzunehmen. Ich habe aber noch politische Funktionen. Ich verhandle im Auftrag der Bundesregierung mit Namibia über die Folgen der kolonialen Vergangenheit, insbesondere die deutschen Verbrechen, die dort zwischen 1904 und 1908 begangen worden sind. Das ist eigentlich die wichtigste politische Aufgabe, die ich noch habe. Außerdem bin ich, das nennt sich vornehm Präsident, also man könnte auch sagen Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Das ist eine Wissenschaftsgesellschaft, die sich mit Regionalforschung in Osteuropa, im Wesentlichen ist gemeint, das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion beschäftigt. Und ich mache zusammen mit dem Auswärtigen Amt und privaten Stiftungen, der Bosch-Stiftung, der BMW-Quandt-Stiftung, der Mercator-Stiftung, ein Projekt allgemein gesprochen, das Ding heißt Global Diplomacy Lab und
versucht, mit jungen Diplomaten aus aller Welt neue Formen internationaler Zusammenarbeit zu überlegen. Und ich mache noch, berate die Bosch-Stiftung bei ihrem Programm, was Stipendiaten aus den USA betrifft. Und mit der Mercator-Stiftung mache ich noch einmal im Jahr ein Turkey-Europe-Future-Forum. Das ist eine Veranstaltung mit jeweils etwa so 30 Führungskräften aus der Türkei, aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern. Das Ziel dabei ist, die Türkei eben möglichst trotz aller Probleme, die es jetzt in dem Land gibt, auf Europa hin zu orientieren. Und das sind die Dinge, die mich noch sozusagen politisch beschäftigen. Vielleicht ganz kurz, wer Lust hat, uns schauen ja viele Leute bei YouTube zu und bei Facebook, wenn ihr Lust habt, Fragen an Ruprecht Polen zu stellen, könnt ihr sie gerne hier reingeben und wir werden sie dann hier gerne mit aufgreifen. Was mich an der Stelle interessieren würde, welche Rolle bei diesen ganzen, bei dieser Arbeit und bei diesen Projekten, die Sie gerade beschrieben haben, welche Rolle spielen da soziale Medien oder spielen die gar keine Rolle? Also nehmen wir mal dieses Global Diplomacy Lab. Da sind, um das zu erklären, kommen jedes Jahr neu etwa 30 junge Diplomaten dazu aus aller Welt, die von den Partnern, also vom Auswärtigen Amt und von den Stiftungen vorgeschlagen werden, weil sie in deren Diplomatenprogrammen vorher schon waren. Wobei das jetzt nicht nur Diplomaten im klassischen Sinn sind, also die in irgendwelchen Botschaften arbeiten oder in Außenministerien, sondern es sind auch Vertreter aus Nichtregierungsorganisationen, weil ja, und das ist eigentlich einer der Punkte, wo sich Diplomatie jetzt deutlich weiterentwickelt, von der früheren Kabinettsdiplomatie oder der auch dann später sehr stark durch Medien beeinflussten internationalen Zusammenarbeit, nehmen eben jetzt auch NGOs immer stärker Einfluss auf sozusagen internationale Beziehungen. Das ganze Klimathema und auch die Klimagipfel mit ihren Ergebnissen wären ja ohne dieses Wirken von NGOs gar nicht erklärbar. Und in diesem Kontext spielt dann eben auch globale Willensbildung, globale Kommunikation eine Rolle. Und da sind wir dann bei den sozialen Medien. Das gilt auch für die Möglichkeiten, sich in Ländern einigermaßen zu organisieren, die im Grunde als autoritär regierte Länder das gar nicht mehr so gerne sehen, obwohl dort natürlich auch immer wieder Anstrengungen unternommen werden, Facebook zu zensieren oder Twitter abzuschalten oder was auch immer. Also soziale Medien spielen eine Rolle und wir sind jetzt gerade bei der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde auch dabei zu schauen, das ist auch ein bisschen der Corona-Zeit geschuldet, wo wir eben auch keine Präsenzveranstaltungen machen können, durch Online-Veranstaltungen, vielleicht sogar auch noch eine größere Reichweite Richtung Osteuropa zu bekommen. Also soziale Medien spielen auch da stark mit rein, weil sie eben auch Politik mit beeinflussen. Oder die Möglichkeiten, vielleicht besser gesagt, die Möglichkeiten, die man über soziale Medien hat und die Wirkungen, die die Algorithmen auf die politische Willensbildung haben. So würde ich es mal ausdrücken. Sie haben gerade eben angesprochen, dass Sie ganz viel gelernt haben. Was genau haben Sie denn bei Twitter gelernt in den letzten Monaten? Ja, ich glaube, also das ständige Training ist auf den Punkt kommen. Und das kennen Sie wahrscheinlich auch. Ich formuliere das nicht sofort nicht sofort auf Twitter, sondern ich habe ein Dokumentendingens da auf meinem iPad. Da schreibe ich das erstmal rein und dann habe ich so ungefähr ein Gefühl, das könnte passen. Und dann übertrage ich das auf Twitter und siehe da, es sind 36 Buchstaben zu viel. So. Zu wenig kommt seltener vor.
Und dann überlege ich ja, wie kannst du denn das, was du sagen willst, genauso sagen, aber kürzer. Und man stellt dann sehr schnell fest, dass man an bestimmten Stellen Füllworte nicht braucht, dass man einen Satz umstellen kann. Also dieses Training, ich habe früher mal als Schüler auch so ein bisschen bei der Zeitung gearbeitet und Texte redigiert. Also das ist zum Beispiel jetzt ein Handwerkszeug, was man lernt. Das Zweite, man bekommt relativ schnell ein Gefühl dafür, mit welchem Tweet man eine breitere Resonanz erzielt. Und da freut man sich natürlich. Aber ich hatte noch vergessen zu sagen, ich habe auch noch das Motiv, sowohl auf Facebook wie auf Twitter, Artikeln, die ich gelesen habe und die ich gut finde und wo ich denke, die müssten möglichst viele Menschen lesen, dadurch eine größere Reichweite zu verschaffen, dass ich sie verlinke. Und dann gebe ich mir auch noch ziemlich viel Mühe, das mit einem möglichst griffigen Teaser zu machen. Das klappt auch manchmal, aber in der überwiegenden Zahl bleibt dann das Echo eigentlich hinter meinen Erwartungen zurück. Das tut mir dann richtig leid, weil ich denke, das war jetzt was, das hätten eigentlich sich viele Leute anschauen müssen. Und das entspricht dann aber nicht den, ich sag mal, Social-Media-Gesetzen, wo, damit hatte ich allerdings gerechnet, wir haben jetzt, wir kriegen in 8 Wochen einen neuen Hund, nachdem unsere Minna vor ein paar Wochen gestorben ist. Und ich hatte jetzt, das war völlig klar, das würde beträchtliche Aufmerksamkeit erregen. Ich hatte gestern ein Foto von dem Welpen reingestellt, der ist jetzt 4 Wochen alt und in weiteren 4 Wochen können wir ihn hören. Da war natürlich eine entsprechende Aufmerksamkeit da, was mich auch gefreut hat, sonst hätte ich es ja nicht reingestellt. Aber wenn ich tauschen dürfte, würden mir schon ein paar Artikel einfallen, die ich verlinkt habe, die eben nicht diese Resonanz leider hatten. Und probieren Sie es dann nochmal? Also versuchen Sie es dann nochmal mit einer anderen Formulierung oder geben Sie dann doch auf? Ja, also ich lese ja schon ziemlich viel und dann gibt es auch wieder was Neues. Also was ich schon mal gemacht habe, ist einen Artikel zweimal mit unterschiedlichen Teasern von vornherein zu verlinken, weil ich das Gefühl hatte, da sind jetzt mehrere Aspekte angesprochen, die vielleicht unterschiedliche Lesergruppen, Leserinnen interessieren könnten. Und da merkt man dann auch, dass das einen Unterschied macht. Ich habe auch noch, weiß ich, Sie kennen sicherlich diesen, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, PICT. Also das ist eine Art Leserdienst, wo Artikel, die von Kuratoren, nennt sich das, glaube ich, empfohlen werden, verbreitet werden. Man hat dann die Aufgabe, kurz zu begründen, warum man das empfiehlt. Und da bin ich vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so, dreiviertel Jahr angesprochen worden, ob ich das auch als Kurator mitmachen würde. Habe ich natürlich gerne Ja gesagt, weil das entspricht ja diesem Wunsch, dass Artikel, die ich gut finde, von möglichst vielen Leuten gelesen werden. Und da stelle ich öfter fest, dass also wenn ich das dann, da kann man auch dann teilen, wenn man das auf PICT quasi gepostet hat, dann kann man das auf Twitter und Facebook teilen, dann erscheint dann auch dieses PICT-Logo. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das, was ich dann nochmal teile und mit einem eigenen Teaser versehe, meistens eine wesentlich größere Resonanz findet als dieses Piktogramm von PICT und eine knappe Zeile drunter. Okay. Ich habe Ihnen das auch schon mal gesagt, ob Ihnen da nicht was Besseres einfällt, aber ja. Ich finde, was Sie gerade beschrieben haben, dass man einige Themen oder Artikel postet und sich und denkt so, hey, die kriegen eine große Aufmerksamkeit, dass man dann tatsächlich auch dass die da nicht so eine große Resonanz haben. Also ich bin froh, dass sie das auch schildern, weil mir geht das auch manchmal so und dann bin ich dann auch mal erstmal so ein bisschen irritiert oder enttäuscht. Also das ist dann auch schön zu sehen, dass es ihnen dann ähnlich geht. Interessant zu beobachten, aber ich glaube, am Ende wird es schon auch noch ein paar erreichen, die dann natürlich da auch... Ich bin ja jetzt, also daran merken Sie auch, dass ich nun da auch immer weiter lerne und jetzt keineswegs... sozusagen Social Media beraten, mich da bewege. Ich habe also erst vor
weiß ich nicht, ein paar Wochen entdeckt, dass es ein Account gibt, wo man sich quasi seine Twitter-Resonanz genauer anschauen kann. Und da sieht man dann schon, dass also selbst solche Artikel, wo ich dann bei den angezeigten, was weiß ich, Likes und Retweets und so das Gefühl habe, auch das war jetzt ein bisschen mager. Wenn man dann schaut, in dieser Tweet Analytica oder so ähnlich heißt das Ding, dann sieht man eben doch, dass es also meistens, also jetzt bei mir sehen es eigentlich immer wenigstens 10.000 Leute. Und das ist ja auch schon mal was. Wie gehen Sie denn damit um? Bei Twitter gehört es ja auch dazu, dass es immer so, ich nenne es mal salopp, eine Sau gibt, die durchs Dorf getrieben wird. Also immer ein aktuelles Aufregerthema. Und ich glaube, manchmal ist das alles auch gar nicht so gut für die politische Kommunikation, was da teilweise dann auch passiert. Wie gehen Sie damit um? Wo sehen Sie vielleicht auch Grenzen zu dem, was rund um politische Kommunikation auf Twitter passiert? Wie stehen Sie dazu? Es ist ein ganz schwieriges Thema, weil dieses Bild von der Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist ja überhaupt nicht auf Twitter beschränkt. Das ist ja auch in der Kommunikation sozusagen der klassischen Medien so. Ich habe heute, glaube ich, gerade noch eine Karikatur gesehen, wo irgendwie gesagt wurde, also wie war das nochmal, Corona ist jetzt out und Rassismus ist auch vorbei und wann kommt denn das Nächste? Und das ist ja, ist eine Beobachtung, die der Realität entspricht, dass das so funktioniert. Und jetzt gibt es meines Erachtens dazu zwei Konsequenzen. Wenn einem ein Thema wichtig ist, was jetzt gerade sozusagen durchs Dorf getrieben wird, dann muss man sich da natürlich an der Diskussion beteiligen. Es ist sowieso eine Voraussetzung, glaube ich, dass man einsieht, in der Regel muss man sich an der Diskussion über Themen beteiligen, die in der Diskussion sind. Realistischerweise ist man selten in der Lage, ein Thema so zu setzen, dass es dann sozusagen ein breiteres Diskussionsthema wird. Also man kann natürlich auf Facebook mit sein, also man kriegt eine gewisse Resonanz, aber breiter wird die Resonanz ganz sicher, wenn man sich auch zu Themen einlässt, die einem wichtig sind und die jetzt gerade in der allgemeinen Diskussion sind. Wobei man halt aufpassen muss, ist, dass dieser Zyklus immer wieder was Neues keineswegs der Wichtigkeit der Themen entspricht. Also wir haben jetzt vergleichsweise länger nach meiner Beobachtung nicht mehr so wirklich über Erderhitzung gesprochen. Auf Twitter, auf den anderen Medien. Das ist zurückgetreten. Und ich hatte jetzt neulich mal einen Tweet so nach dem Motto, also wenn die Kipppunkte beim Klima erstmal erreicht sind, wird es keine Impfung geben. Also bei Corona hoffen wir darauf, dass wenn der Impfstoff da ist, dass alles wieder einigermaßen normal wird. Das gibt es beim Klima nicht. Und insofern vermisse ich dann eben, dass bestimmte sehr wichtige Themen auch mal länger als 3 Wochen in der Diskussion bleiben, damit wir tatsächlich alle gesellschaftlichen Ressourcen, Ideen auch gefördert bekommen, die uns helfen, solche Themen auch vernünftig zu bewältigen. Jetzt sind Sie ja besser anzugehen. Wie offen kann denn politische Kommunikation tatsächlich auch sein? Ich fand es ganz interessant, dass heute Nachmittag habe ich bei den Kollegen von rnd.de einen Artikel gefunden, der hat darüber berichtet, CDU präzisiert die Strafen für Parteibashing auf Twitter und Co. Nämlich, da geht es darum, dass die CDU jetzt künftig soziale Medien in ihre Satzung aufnimmt und CDU-Mitgliedern, die regelmäßig ihrem Ärger über ihre Partei auf Twitter und Facebook Luft machen, soll künftig auch offiziell der Ausschluss drohen. Wenn man ganz bis zum Ende liest, sieht man, dass das theoretisch bisher auch schon möglich gewesen ist. Ja, auch praktisch. Aber faktisch, dass jetzt auch nochmal in die Satzung aufgenommen wird. Das hat ja auch einen Hintergrund, warum das offensichtlich Thema ist. Was sagen Sie dazu?
Naja, also für diejenigen, die jetzt sich mit politischen Parteien nicht so auskennen, alle Parteien haben in ihren Statuten, dass man sich nicht parteischädigend verhalten darf. Und dann wird ein bisschen ausgeführt, was man darunter zu verstehen hat. Also ich kann zum Beispiel nicht für eine andere Partei Wahlkampf machen. Ich kann nicht für eine andere Partei, vorausgesetzt, die würde mich aufstellen, kandidieren. Das ist alles parteischädigend gegenüber der eigenen Partei. Genauso auch, wenn ich sie quasi schlecht mache. Und dann gibt es eben Sanktionsmaßnahmen, die von einer Rüge bis hin auch zu befristeten Verlust der Möglichkeit, für Parteiämter zu kandidieren, reicht. Und als schärfste Sanktion ist dann eben auch die Möglichkeit eines Ausschlusses gegeben. Das alles aber nur im Zuge ordentlicher Parteischiedsgerichtsverfahren. Auf allen Ebenen einer Partei gibt es Parteischiedsgerichte. Da muss, jedenfalls bei der CDU ist das so, der oder die Vorsitzende die Befähigung zum Richteramt haben, da wird ein ganz ordnungsgemäßes Rechtsverfahren durchgeführt. Und es ist ja völlig klar, dass man sich auch in den sozialen Medien parteischädigend verhalten kann. Und deshalb hat es auch sicherlich schon Verfahren gegeben wegen bestimmter Äußerungen in den sozialen Medien. Und wenn das jetzt in der Satzung nochmal ausdrücklich klargestellt wird, finde ich das sozusagen aus Transparenzgründen gut. Und genauso wie ich es immer schlecht gefunden habe, wenn sich, ich sag mal, also aus dem Umfeld der sogenannten Werteunion Leute an der Bundeskanzlerin und Parteivorsitzenden abgearbeitet haben mit einem Vokabular, was man teilweise sonst nur bei der AfD gesehen hat. Also da hätte ich mir durchaus auch in der einen oder anderen Geschichte eine etwas aktivere Parteischiedsgerichtsbarkeit wünschen können. Sie bringen ja ein bisschen Lebenserfahrung mit in unser Gespräch. Ist denn dieses Vokabular tatsächlich so neu? Weil ich erinnere mich zum Beispiel an meine Kindheit. Da hatte ich eine Langspielplatte oder eine Kassette, ich weiß nicht mehr, so mit den härtesten Auseinandersetzungen im Deutschen Bundestag, Wehner, Brandt etc. Und da muss ich sagen, da war die Tonalität jetzt auch nicht gerade kuschelig. Richtig. Wobei Sie haben recht, und zwischen Kohl und Strauß, das habe ich miterlebt, die haben sich da auch nicht so viel geschenkt. Aber ich meine jetzt sozusagen eine ganz andere Schublade. Also bei aller Animosität und auch, also Strauß hat in welcher Form auch immer wieder deutlich gemacht, dass er Kohl nicht geeignet halte, nicht qualifiziert genug halte, Kanzler zu sein. Aber er hätte ihm nie abgesprochen, Demokrat zu sein. Und es gibt eben Äußerungen, leider auch aus Rändern der eigenen Partei, die, deshalb habe ich auch gesagt, ähnlich wie die AfD, Merkel abgesprochen haben, Demokratin zu sein. Das hing mit ihren Entscheidungen in der Flüchtlingsfrage 2015 zusammen. Und da waren dann also Grenzen überschritten, die auch in meiner Erinnerung, Stichwort Lebenserfahrung, so nicht überschritten wurden unter Parteimitgliedern der gleichen Partei. Das war schon eine andere Nummer. Wenn Sie heute auf die politische Szenerie sehen oder besser auch auf die gesellschaftliche, wo wir plötzlich mit Verschwörungstheoretikern diskutieren müssen, es gibt ja durchaus auch Vertreter der deutschen Politik, die sagen, Social Media ist ja eigentlich schuld an all dem. Wie sehen Sie das? Ja, da habe ich, denke ich, auch viel drüber nach. Also ich fangen wir damit an, dass nach meinem Eindruck es schon so war, dass wir natürlich diesen Prozentsatz an extremistischen Auffassungen in der Gesellschaft immer hatten. Die Umfragen oder Studien haben immer von 8-15%, je nachdem, wie gezählt und gemessen wurde, gesprochen. Das hatte sich aber nach meinem Eindruck vor den sozialen Medien so geäußert, dass
dann irgendwie beim Kegelabend einer dabei war, der, ich sag mal, solche rechtsradikalen Parolen vertreten hat. Die anderen haben sich das angehört, haben gesagt, komm, du bist dran, kegel mal weiter, haben innerlich oder auch äußerlich ein bisschen den Kopf geschüttelt und der ging dann nach Hause, hat das Gefühl gehabt, also unter meinen 8 Kegelbrüdern war ich jetzt und Schwestern war ich jetzt, bin ich nicht so gut angekommen mit dem, was ich gesagt habe. Jetzt ist es so, dass er sich mit den anderen vernetzen kann und dass das auch stattfindet. Und er hat jetzt das Gefühl, also so ganz alleine bin ich ja vielleicht doch nicht. Und das kann schon verstärkend wirken. Also das ist ein Punkt, wo ich schon glaube, dass die Vernetzungsmöglichkeit über soziale Medien auch, ich sag mal, dem Selbstbewusstsein von Extremisten nutzen kann. So nach dem Motto, ich bin nicht alleine, andere machen das genauso und wir organisieren uns jetzt. Das Zweite ist, wenn man, wo ich auch noch so drüber überlege, aber da gibt es, glaube ich, jetzt auch schon wieder andere Forschungsergebnisse, aber es ist ja wohl nach wie vor so, dass die Geschäftsmodelle der sozialen Medien davon geprägt sind, möglichst Werbung zu generieren und der Werbewirtschaft sagen zu können, erstens, man erreicht sehr gezielt, wen man als werbendes Unternehmen erreichen will und zweitens kann man das natürlich umso besser versprechen, je länger Menschen auf dieser Plattform sind, weil nur in der Zeit, wo sie auf der Plattform sind, können sie ja erreicht werden. Und dann kommt der Punkt, wann bleibe ich denn auf einer Plattform? Und da ist man dann schon relativ schnell dabei, dass man doch länger da bleibt, wo man das Gefühl hat, hier denkt man ähnlich, wie ich denke. Hier finde ich Bestätigung, hier finde ich Zuspruch. Und deshalb, das wäre jetzt vielleicht auch eine Rückfrage von mir an Sie, Sie kennen ja diese Mechanismen viel besser als ich, könnten die Algorithmen eben so funktionieren, dass sie genau diese Menschen zusammenführen, damit sie in dieser Bubble möglichst lange auf Facebook, auf Twitter bleiben und damit eben auch möglichst lange erreichbar sind für die Werbung, die geschaltet wird? Da antworte ich, also Thema, das mich gerade umtreibt, weil ich ein fantastisches Buch gerade gelesen habe und auch im Blog empfohlen habe, das ist Bad News von Rob Brotherton, der ist Verschwörungstheorieforscher und hat als aus Studien zurückgetragen. Und nein, es ist keineswegs so, dass die Leute in Filterblasen isoliert werden, sondern sie kriegen tatsächlich auch weiterhin Nachrichten aus anderen Quellen, die sind ihnen aber egal. Das zeigt auch die Wissenschaft. Wir sehen beispielsweise eine wissenschaftliche Studie als wissenschaftliche Studie und als Erkenntnis und als Fakt an, wenn sie unserer Meinung entspricht. Wenn sie unserer Meinung nicht entspricht, dann sehen wir sie als Meinung an. Und ich glaube, das kann fast jeder nachvollziehen, der schon mal irgendwie sagt. Ja, klar. Also diesen Information Bias, den haben wir sowieso alle, können wir uns auch gar nicht von frei machen. Ich hatte, glaube ich, vorgestern oder so eine ganz übersichtliche Grafik, leider war es ein bisschen klein dann geworden, die einzelnen Kacheln mit 50 dieser Fehlwahrnehmungen getwittert, denen wir alle, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen unterliegen und wo man, glaube ich, ständig an der eigenen Reflexionsfähigkeit arbeiten muss, um das möglichst klein zu halten. Ganz frei machen wird man sich davon nicht können, glaube ich. Was sagt eigentlich Ihre Parteifreunde zu dieser gestiegenen Twitter-Aktivität? Kriegen Sie Resonanz? Ja, Resonanz kriege ich schon. Also es gibt einmal schon etliche, die mir auch sozusagen dann in den Diskussionen, die mich dann in Diskussionen fragen, ob ich nicht irgendwie die Partei wechseln wolle, zu den Grünen gehen oder so. Es gibt auch andere, wo ich das Gefühl habe, die wählen nicht CDU, die mich dann auch fragen, also das fänden sie ja ganz schön, was ich da so gesagt hätte, aber ich wäre doch wahrscheinlich in der falschen Partei mit diesen Ansichten. Das ist, sagen wir mal, so der eine Teil.
Mich wundert das deshalb ein bisschen, weil ich eigentlich mit den Positionen, insbesondere jetzt auch, wo das dann häufiger gesagt wurde, in der Flüchtlingsfrage, sehr, sehr dicht bei all dem bin, was die Bundeskanzlerin an Politik gemacht hat, sehr dicht bei denen bin, die tatsächlich sagen, wir können das schaffen und die sich da auch engagieren. Und dann wundert mich schon, weshalb das dann auf einmal mit der CDU gar nichts mehr zu tun haben könnte. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, das vielleicht sogar auf Twitter besonders, aber auch auf Facebook, Menschen, die sagen, also nur weil, oder nur, ja, manche sagen sogar nur, aber das nehme ich dann nicht ganz so wörtlich, also nur weil sie noch in der CDU sind, kann ich die Partei noch wählen. Also das gibt es auch. Und ich würde mich ja selber auch so einordnen, dass ich irgendwo mich politisch in der Schnittstelle der CDU mit Grünen, teilweise auch der SPD befinde. Diese Schnittstellen zwischen demokratischen Parteien gibt es ja. Und ich finde auch, dass es die braucht, weil sonst unsere Gesellschaft so polarisiert wäre, dass es uns nicht gut tun würde. Gab es denn mal einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie darüber nachgedacht haben, die Partei zu wechseln? Also ich bin erstmal relativ spät in die CDU eingetreten. Ich bin 1968 schon in den Ring christlich-demokratischen Studenten eingetreten. Das ist die politische Hochschulgruppe der CDU. Allerdings nicht so nah bei der CDU wie etwa die Junge Union, sondern mit einer größeren Eigenständigkeit, ist auch nicht jetzt eine Vereinigung der CDU. Und in die CDU bin ich erst 72, also 4 Jahre später eingetreten. Vorher und gerade auch als Student war ich mit etlichem bei der CDU nicht einverstanden, insbesondere gerade auch in bildungspolitischen Fragen. Und dann habe ich mich aber relativ schnell auch in der CDU engagiert. Also ich war dann in 75 in den Rat der Stadt Münster gewählt worden. Und ich erzähle das deshalb, weil ich möglicherweise, also da habe ich auch überlegt, was ich mache, als Strauß Kanzlerkandidat wurde. Nicht so sehr, dass er es geworden ist, sondern die Art und Weise, wie das damals in der Fraktion durchgesetzt wurde, die hat mich schon massiv gestört. Und das wäre sicherlich ein Moment gewesen, wo man über einen Parteiaustritt hätte oder wo ich über einen Parteiaustritt hätte nachdenken können, wenn ich nicht nun schon selber in der Partei aktiv gewesen wäre mit Gestaltungsmöglichkeiten. Und diese Gestaltungsmöglichkeiten gibt man nicht so schnell auf. Und aber seit der Zeit habe ich das eigentlich nicht überlegt. Ich glaube auch, dass das, was ich für richtig halte, nach wie vor die größte Übereinstimmung hat mit dem Parteiprogramm und der Praxis der CDU. Wobei ich immer gesagt habe, also das liegt so bei 60-70%, diese Übereinstimmung. Und ich finde das eine gute Quote. Bei den Grünen würde ich sagen, stimme ich vielleicht mit 40% von dem überein, was sie sagen. Oder mit 30, weiß ich nicht. Und bei der SPD mit vielleicht 20%. Und irgendwie gibt es wahrscheinlich auch noch 10%. Was ich bei der FDP vernünftig finde. Dann haben Sie ja bald 50-Jähriges, ne? Ja, richtig. Kriegt man da irgendwie eine Nadel oder irgendwas? Oder gibt es da irgendwas? Oder? Ja, also Nadel habe ich schon, gekriegt. Man kriegt auch eine Urkunde. Ich war auch ein paar Jahre Kreisvorsitzender der CDU in Münster. Und dann hat man als Kreisvorsitzender die Aufgabe, diese Ehrungen bei den Ortsvereinen dann mit vorzunehmen. Das ist auch immer ganz interessant, weil die Frage, die Sie mir gestellt haben, die habe ich dann auch immer gestellt. Und die Antworten waren eigentlich auch immer, ja, ich habe auch mal an meiner Partei gelitten, aber ich bin ihr halt treu geblieben. So, vielleicht soll ich Ihnen diese Antwort auch geben. Gut, werden wir jetzt einmal kurz... Leiden Sie so sehr? Wie bitte? Ach du,
Leiden Sie so sehr an Ihrer Partei manchmal, dass Sie sich auch überlegen, wenn ich jetzt noch aktiv wäre, das wäre auch nicht so schlecht? Ja, im Rahmen meiner Möglichkeiten bin ich ja aktiv und beteilige mich an den Diskussionen und stelle schon fest, auch an den Rückmeldungen, die ich teilweise von früheren Bundestagskollegen kenne oder auch aus sozusagen der nordrhein-westfälischen Landtagsfraktion oder auch aus Bayern, dass das schon wahrgenommen wird. Und man ist ja nicht nur dann sozusagen politisch tätig, wenn man irgendein Mandat oder ein Amt hat, sondern wenn man sich an politischen Diskussionen beteiligt und sich engagiert. Und das mache ich weiter. Das habe ich eigentlich, jetzt bin ich 74. Ich schätze mal, ich habe so mit 16 angefangen, das zu machen. Und ich sehe eigentlich auch keinen Grund, warum man das aufhören sollte. Also von daher hängt das jetzt sozusagen nicht nur an Mandaten. Ich denke öfter, ich bin eigentlich ganz froh, nicht mehr im Bundestag zu sein, insbesondere wenn ich die AfD da reden höre. Das muss ich sagen. Ich traue dem überhaupt nicht nach, dass ich diese Partei im Bundestag selbst nicht mehr erlebt habe. Ich habe ja 2013 nicht mehr kandidiert. Ich glaube auch, und ich muss auch sagen, ich finde es schon ganz, ganz schön, dass ich jetzt so leben kann, wie ich das tue. Richtig ist sicherlich, dass ich bei der einen oder anderen Bundestagsdebatte denke, also da würdest du jetzt vielleicht dieses oder jenes sagen, aber muss ich das ja auch so vorstellen, auch als ich noch Abgeordneter war, konnte und habe ich längst nicht in allen Debatten reden können, in denen ich es vielleicht gerne gemacht hätte. Also so funktioniert ja auch der Parlamentarismus nicht. Aber sehen Sie denn, dass Sie jetzt gerade, wenn Debatten auf Twitter laufen, da möglichst überall mit einsteigen? Oder wünschen Sie sich, dass einige von den Debatten, die offline geführt werden, auch online geführt werden könnten? Also vermissen Sie konkret Kollegen oder andere Leute, die leider auch noch nicht so richtig, leider nicht bei Twitter sind? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und ich versuche seit längerem Kolleginnen und Kollegen, eigentlich alle Politikerinnen und Politiker, die ein Mandat haben, also sei es in einem Stadtrat sitzen, in einem Landtag oder eben im Bundestag oder im Europäischen Parlament, dass sie die sozialen Medien nutzen, um mit den Menschen im Gespräch zu sein. Nicht nur mit denen, die sie wählen, denn das ist dann auf den Wahlkreis oder auf die Stadt beschränkt, sondern darüber hinaus, das ist nun mal bei der Funktionsweise der sozialen Medien so. Aber ich finde, das gehört absolut dazu. Und auch wenn man ein Gespür dafür bekommen will, was die Menschen wirklich interessiert, und muss man da, finde ich, aktiv sein. Und ich habe das mal so auf eine Faustformel gebracht. Jeder sollte eigentlich als Mandatsträger, jedenfalls wenn er oder sie Bundestagsabgeordnete ist, eine Stunde am Tag, das muss nicht am Stück sein, mit den Menschen in sozialen Medien sprechen. Und ich formuliere bewusst so, mit den Menschen in sozialen Medien sprechen, weil ich darunter halt nicht verstehe, irgendeine Pressemeldung von seinem Büro ins Netz stellen zu lassen und sagen, ich bin auf Twitter. Und was ist der häufigste Grund, warum Leute oder Kollegen, die Sie adressieren und denen das vorschlagen, dann doch abgeneigt sind von der Idee? Also ich glaube, bei den älteren Kollegen ist es tatsächlich so, dass sie damit nicht groß geworden sind und es vielleicht auch nach wie vor nicht wirklich einschätzen können. Das Zweite ist, ich würde auch nicht unterschätzen, dass die Diskussion über soziale Medien, also wie ist das mit Privatsphäre, da wird nur rumgepöbelt, da ist Hass und was weiß ich was alles, dass das Kolleginnen und Kollegen abhält, sich da selber reinzubegeben. Und drittens ist es dann auch das Argument, da habe ich keine Zeit für. Und wenn ich dann mal nachhake und sage, pass mal auf, wenn du zu Hause bist und dein Schützenverein lädt dich ein oder du machst eine Veranstaltung, da gehst du auch hin. Ja klar, gehe ich da hin, und Sprechstunden machst du auch. Ja klar, mache ich auch Sprechstunden. Und wenn man dann eben sagt, also sag mal so, wenn ich als Abgeordneter eine Veranstaltung
gemacht habe. Dann bin dann nach Hause gekommen, habe mich meine Frau gefragt, wie war es denn? Und ich sage, oh, war gut besucht. 40 Leute waren da oder 50. Als Kommunalpolitiker, wenn es um eine umstrittene Straße ging, konnten es auch mal 120 sein. Aber als Bundestagsabgeordneter musste man mit 50, 60 Leuten zum außenpolitischen Thema, ich war ja Außenpolitiker, konnte man zufrieden sein. Ich habe, glaube ich, einmal, als es um den Krieg zwischen Russland und Georgien ging und ich da eine Veranstaltung hatte, da waren es mal 100 aus aktuellem Anlass. Aber das ist die Ausnahme. So, und auf in den sozialen Medien fange ich irgendwie mit ein paar hundert an. Und mit denen ich rede und bin eben jetzt bei den Zahlen und Reichweiten, die sich halt auch ergeben, wenn man über eine längere Zeit konsequent in den sozialen Medien diskutiert. Ich sehe doch noch so eine kleine Beraterfunktion bei Ihnen kommen, aber. Nee. Ach, wissen Sie, ich gebe jedem, ich habe das auch schon öfter gesagt, also wenn jemand mich fragt und sagt, kannst du mir da mal helfen oder so, mache ich das natürlich gerne, ne? Aber ich bin so gut zufrieden und also das sehe ich nicht. Ich würde gerne noch mal thematisch mit Ihnen einen kleinen Schlenker machen. Sie haben gerade auch berichtet, dass Sie im Auftrag der Bundesregierung bei der Aufarbeitung der Kolonialzeit in Namibia zwischen 1904 und 1908 tätig sind, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Wenn Sie jetzt auf die Debatten schauen, die auch rund um Black Lives Matters geführt werden, hier auch in Deutschland wurde demonstriert, wenn jetzt auch hier das Thema Alltagsrassismus da ist. Ich fand es sehr interessant, auf Twitter zu beobachten, wo auch viele sich die Frage gestellt haben, naja, so richtig aufgeklärt haben wir gesellschaftlich auch die deutsche Kolonialzeit noch nicht. Wie blicken Sie darauf? Und wenn Sie sich auch gerade damit beschäftigen, was möchten Sie in der aktuellen Debatte gerne mitgeben? Ja, also ich erzähle eigentlich immer gerne aus meiner Schulzeit, wie das bei mir im Schulunterricht war mit der Kolonialzeit. Ich habe 1966 Abitur gemacht und wir haben die Kolonialzeit irgendwie 63, 64, 65 so in der Kante, kam das im Unterricht vor. Und das war ja die Zeit der Entkolonialisierung, das muss man vielleicht dazu sagen. Und ich kann mich noch fast wörtlich erinnern, unser Geschichtslehrer, wir hatten einen guten Geschichtsunterricht, der hat gesagt, also Deutschland hatte auch Kolonien. Und da mussten wir lernen, welche das waren. Und dann kam der Satz, aber diese Kolonien ist Deutschland spätestens mit dem Frieden von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg, hat Deutschland diese Kolonien alle verloren. Und dann kam der nächste Satz, deshalb ist das für Deutschland kein Problem. So. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, nicken die meisten Leute, weil es bei ihnen in der Schule ähnlich war. Und wenn man sich dann mit der Geschichte beschäftigt, kommt man natürlich sehr schnell zu dem Ergebnis, dass das sehr kurz gesprungen ist und dass erstens die Kolonialzeit, also nehmen wir mal jetzt Namibia, in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts begann und dann war das also anderthalb Generationen, war dann die deutsche Kolonialherrschaft. Und natürlich wirkt die Zeit des Kolonialismus bis heute nach. Also das Einfachste, auch da habe ich auch ein schönes Bild für. Ich habe im Internet mal eine Landkarte gefunden, wo Europa dargestellt war mit völlig willkürlich, wie mit dem Lineal gezogenen Grenzen. Also Deutschland irgendwie dreimal längs geteilt, Frankreich zweimal quer geteilt und also ganz willkürlich. Und jeder, der sich diese Karte angeguckt hat und ein bisschen Geschichtsverständnis hat, hätte sofort gesagt, also diese Grenzen, das gibt ja Mord und Totschlag. Und das wäre sicherlich auch so gekommen und bei Licht gesehen sind die Grenzen im Nahen Osten und in Afrika exakt so gezogen, ohne Rücksicht auf Bevölkerungszusammenhänge, natürliche Gegebenheiten,
historische Entwicklung. Das haben die kolonialen Mächte einfach so gemacht, wie sie das unter sich aufteilen wollten und erst hinterher dann geguckt, was das dann so mit den Menschen gemacht hat. Und das wirkt natürlich bis heute nach. Wenn man etwa sich fragt, wie kann sich dann in den Grenzen, die so gezogen worden sind, ein Staatsvolk bilden, ein gemeinsames Nationalgefühl? Und fühlt man nicht doch sich viel stärker denen verbunden, die dem gleichen Volk angehören, der gleichen Sprache, die die gleiche Sprache sprechen, aber jetzt eben jenseits einer Grenze sind? Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel dafür. Ich gehe jetzt gar nicht auf die ganzen Ausbeutungsfragen von Bodenschätzen aus, auch nicht ein. Und natürlich hat auch die Deportation von so vielen Menschen aus Afrika nach Brasilien, in die USA und anderswohin als Sklaven eine riesige Auswirkung. Und wenn man jetzt nochmal auf die aktuelle Rassismusdiskussion bei uns kommt, also ich mache vielleicht immer einen kleinen Haken. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Das ist von der Jill Lepore, Diese Wahrheiten. Das sind so 1200 Seiten amerikanische Geschichte. Und das Buch ist deshalb aus meiner Sicht so gut, nicht nur weil es glänzend geschrieben ist, sondern weil es die amerikanische Geschichte sozusagen in einer Verwobenheit zwischen den ganzen demokratischen Ideen, die entwickelt worden sind, Freiheitsrechten, Checks and Balances auf der einen Seite darstellt, aber eben auch darstellt, wie eng die amerikanische Geschichte von Anfang an mit sozusagen der Landnahme, der Verdrängung der indigenen Bevölkerung einerseits und eben auch den Sklaven verbunden ist. Und ich bin dann schon ein bisschen älter und kann mich auch an Berichte erinnern, wie eben dann in den 60er Jahren gemeinsamer Schulbesuch auch teilweise mit Polizeigewalt durchgesetzt werden musste und bis heute ist es halt so, dass eben diese Rassenfrage in den Vereinigten Staaten nachwirkt und durch Trump und seine Politik wird hier jetzt geradezu wieder zusätzlich aktiviert und entflammt, weil Trump sich davon Wählervorteile verspricht. Das war jetzt der Exkurs. Auf Deutschland bezogen, glaube ich, kann man schon feststellen, dass das Bild des Afrikaners oder der Afrikanerin, das wir in Deutschland haben, durchaus durch das Bild mit beeinflusst ist, was wir in der Kolonialzeit hatten. In der Kolonialzeit hatten wir zweifellos ein rassistisches Bild von Menschen in Afrika. Wir haben sie als exotisch wahrgenommen und wer die Debatten nachliest, die auch damals im Reichstag geführt worden oder Texte, die man auch zur Begründung missionarischer Aktivitäten verfasst hat, dann wird deutlich, dass man Afrikaner eben bestenfalls als Zurückgebliebene ansieht, denen man jetzt als Missionar dann schon mal wenigstens das Seelenheil mitbringen müsse und im Übrigen aber eben auch als Unterlegene, ich will mich mal ganz vorsichtig ausdrücken, weil man ja diese rassistischen Begriffe auch nicht weiter verbreiten soll. Und das war noch nicht so lange her. Das war jetzt jedenfalls bis in die 20er, 30er Jahre erstmal so. Und diese Nachwirkungen spüren heute auch in Münster dunkelhäutige, schwarze Studenten, Studierende, auf der Wohnungssuche beispielsweise. Also es gibt schon diese Fortwirkung und das war ja die Frage, die Sie gestellt hatten. Nachwirkungen kolonialen Denkens in unseren Köpfen in Deutschland bis heute.
Herr Fiene und ich versuchen ja, die beteiligten Damen immer von den Schönheiten Münsters zu überzeugen. Und wo wir schon über diese wunderbare Stadt reden, es gibt in Münster etwas Spannendes, dass die AfD nämlich relativ wenig Grund und Boden gewinnt. Für die Nicht-Münsteraner, können Sie uns das erklären? Also zum einen, ich fange mal mit den objektiven Faktoren an. Münster ist eine vergleichsweise wohlhabende Stadt, ist eine Bildungsstadt mit, glaube ich, 8 Hochschulen und über 60.000 Studierenden bei etwa 300.000 Einwohnern. Und das ist sicherlich ein Umfeld, was diesen dumpfen völkischen Nationalismus erstmal etwas schwieriger ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich vergleichbare Städte in Deutschland, wo die AfD besser abschneidet. Und dann kommt der zweite Punkt, glaube ich, dazu, dass in der Stadt Münster von Anfang an, also Anfang an heißt jetzt seit den 90er Jahren, als es darum ging, Flüchtlinge aus dem Balkan aufzunehmen, die wegen der Jugoslawienkriege, ich will das mal so nennen, nach Nordeuropa oder ins nördliche Europa geflohen sind, aufzunehmen. Wir hatten damals übrigens in Münster mit über 6.000 Flüchtlingen mehr Menschen aufgenommen, als es jetzt 2015 der Fall war. Und als da, und das war, das kann man sich schon ziemlich dramatisch und schwierig vorstellen, also ich war damals im Stadtrat, und da konnte sein, dass am Freitagnachmittag noch ein Anruf aus Unna Massen kam, nach dem Motto, es kommen jetzt nochmal 2 Busse mit Menschen aus Bosnien, die müsst ihr unterbringen. Und irgendwann war es dann auch wirklich eng mit den Kapazitäten. Und zum Teil musste dann mindestens vorübergehend auch, mussten Hotels angemietet werden. Und wir hatten die Sorge, wenn jetzt breit diskutiert wird, was die Stadt für diese Hotelzimmer bezahlen muss, dann gibt auch das zusätzlich zu den Fragen, die sowieso gestellt werden, ein ziemliches Problem. Und in dieser Zeit haben sich die Rathausparteien alle, AfD war damals nicht im Rat, darauf verständigt, wir machen das nicht zu einem strittigen Thema. Wir machen keine Politik auf dem Rücken von Minderheiten. Und diese Absprache hat damals gehalten, hat dazu geführt, dass die Stadt auch in der Lage war, Flüchtlinge dezentral unterzubringen, weil natürlich es auch immer wieder vor Ort, wenn eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden sollte, Kritik, auch teilweise Ablehnung der Bevölkerung gab. Aber es hat keine Partei das so aufgegriffen und es quasi politisch stabilisiert, sodass das auch ganz gut gelungen ist. Und in Münster hat bei dieser Frage sicherlich auch geholfen, dass bei manchen diese ablehnende Haltung gegenüber Flüchtlingen trotzdem auch übereinging mit einem relativ regelmäßigen Gottesdienstbesuch. Und die Kirche hat dann schon auch gesagt, was christliche Nächstenliebe bedeutet. Und das hat da vielleicht auch das eine oder andere Nachdenken dann ausgelöst. Und das hat bis heute gehalten, hält auch weiterhin. Und ich glaube, diese politische Kultur, dass keine Partei Politik auf dem Rücken von Minderheiten macht, während ja die AfD genauso wie andere rechtsradikale Parteien davon leben, dass sie ausgrenzen und dass sie wir die Verhältnisse aufbauen, Freund-Feind denken, das wirkt dann dem direkt entgegen. Und ich bin schon stolz drauf, dass Münster die einzige Stadt war, bei der die AfD bei der letzten Bundestagswahl unter 5% geblieben ist. Dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Wir sind jetzt schon über eine Stunde im Gespräch und ich hätte zum Schluss noch eine Frage. Letztes Jahr Newcomer mit dem Twitter-Account. Können wir 2020 noch mit einem Newcomer bei TikTok rechnen? Nee,
Also einmal lese ich gerade ein bisschen aus dem Augenwinkel, dass TikTok jetzt möglicherweise wegen der chinesischen Wurzeln und dem Verhalten Chinas in Schwierigkeiten kommen könnte. Ich verfolge das so. Ich hatte mich, als ich auf das Rezo-Video geantwortet habe, mal mit YouTube beschäftigt. Ich hatte völlig falsche Vorstellungen von YouTube. Aber auch da kann ich mir ein eigenes Engagement nicht vorstellen. Ich bin auch nicht auf Instagram. Also ich verbringe jetzt auch Corona-bedingt relativ viel Zeit in den sozialen Medien, also vor allen Dingen auf Twitter und auch auf Facebook. Das reicht. Und ich nehme dann in Kauf, dass ich jetzt in den anderen Plattformen nicht auch noch um Zustimmung zu meinen politischen Überzeugungen werben kann. Herr Polenz, wir sagen herzlichen Dank. Es ist jetzt ein paar Minuten länger geworden. Im Internet ist das ja nicht so schlimm wie im linearen Programm. Und ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich eine Stunde Zeit genommen haben, um mit uns zu reden, über Ihre digitale politische Kommunikation zu diskutieren. Und da sage ich an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank fürs Dabeisein heute Abend. Ja, und ich darf mich für den Abend bedanken. Ich fand es spannend. Hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben das auch so gesehen. Und besonders bedanken, das ist ja jetzt auch nochmal eine gute Möglichkeit, möchte ich mich für den Anlass, aus dem ich hier dabei sein kann, nämlich den Goldenen Blogger, der jetzt zu Hause in einer Vitrine steht, zusammen mit ein paar anderen Dingen, die mir im Laufe meines politischen Lebens gegeben worden sind und die mir wichtig sind. Also er steht direkt neben einem Dokument, das mir die israelische Botschaft beim Ausscheiden aus dem Bundestag überreicht hat. Da steht nämlich, dass sie mir als einem Freund Israels in dem Wald deutscher Länder, ich glaube, 15 Bäume gepflanzt haben. Also daneben steht der Goldene Blogger in einer Vitrine bei mir zu Hause. Jetzt sind wir sehr gerührt, dass wir an diesem Platz stehen dürfen. Vielen Dank. Das war auch das Goldene Blogger Quartett für heute Abend. Ich sage auch allen Zuschauern, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Diesen Talk gibt es dann auch als Audio-Podcast nochmal zu nachhören. In jeder Podcast-App einfach mal ins Suchfeld die Goldenen Blogger eingeben, auf Abonnieren klicken und dann gibt es auch nochmal in Ruhe zum Nachhören. Herzlichen Dank zusammen, auch an die Runde. Bis zum nächsten Mal und den Termin geben wir dann. Dankeschön. Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Sie auch. Gleichfalls. Tschüss. 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 Tschüss.